Hand aufs Herz, da sind für mich keine Muslime. Zeig mir doch ein einziges Beweisvideo, wo ich irgendwen beleidige, der was mit islamischer Historie zu tun hat. Wollt ihr meine Akida besprechen im Internet? Und du, mein Freund, hast keine Ahnung von Religion. Der Islam ist kein Wettbewerb. Es gibt kein Mehr. Und ich bin aber krasserer Moslem als du. Freunde! Let's go. Wir gehen jetzt rein. Wir sind jetzt gerade erst live gekommen und wir gehen jetzt rein, direkt. Ich lese zurzeit viele Sachen im Internet, wirklich jetzt. Ich kriege viele Nachrichten, wo mir Leute schreiben, wie kannst du mit einem Manuelsen zum Beispiel, auch mir schreiben die das, wie kannst du mit dem cool sein, wenn der irgendwo im TikTok sitzt und da seine Mitfreunde irgendwelche, also Sahaba beleidigen und tralala. Was? Hast du das mitbekommen? Was? Okay. Also es geht wieder nicht um Busneid, es geht um Manuel. Und was beleidigen? Okay, du sprichst jetzt von ein ganz anderes Thema. Ja, ich will ganz, das Thema Presse haben wir jetzt erledigt. Ich will auch gar nicht weiter mit erwartet. Also, wie gesagt, in erster Linie... Weil ich kenne Manuel, ich weiß, dass er nicht so, dass er das vertretet. Er hat auch ein Statement gemacht, wo er auch öffentlich gesagt hat, dass er das... Also ich rede oft mit Manu und der fragt auch viel. Und ich antworte, oder wir reden und diskutieren miteinander. Ach so, Sahaba, der Sammelbegriff für die Gefährten und die Begleiter des Propheten, in Ordnung, des Propheten Mohammed. Ich habe das Wort gar nicht gehört. Wirklich auch. Weil ich hab gedacht, ihr redet über Rüstungsindustrie. Auf einer sehr, sehr respektvollen Art und Weise. Und manchmal schickt er mir was, bin ich auch ehrlich und offen und sage, wer so denkt und glaubt, ist für mich ein Ungläubiger. Und er kennt auch meine Einstellung. Jeder, der ein Sahaba, radiallahu anhu, ein Sahaba, ihr müsst verstehen. Ja, aber ey, Bruder, okay, in Ordnung. Ich sehe gerade, Adam schreibt mir, Manuel hat darauf auch schon reacted. Wir gucken jetzt im Manuel-Talk hier, dann gucken wir uns, was Manuel direkt dazu sagt. Okay, ich bin gerade, egal, aber ich Aber das stimmt, das ist auf jeden Fall ein richtig krasser Podcast, auf jeden Fall. Das ist der kooperationsverlierende Podcast. Klärs, weil du... Ich habe mich vorbereitet, ich habe den Thema aufgeschrieben. Einverstanden. Ein Sahaba bedeutet ein Gefährte des Propheten Muhammad a.s. Es gibt Streitigkeiten eigentlich zwischen Sunniten und Schiiten, wer der Kalif nach Muhammad a.s. sein muss oder sollte, und dann akzeptieren, nicht alle, muss ich ehrlich sagen. Also deswegen, es gibt 22 Arten von Schiiten, es gibt auch etliche Arten von Sunniten, mit denen ich auch nicht d'accord bin, davon abgesehen. Nee. Aber wer in meinen Augen einen Gefährten des Propheten oder den zweiten, dritten, vierten Kalifen... Der sogenannte Fettnäpfchen-Podcast. Ey, weißt du, was krass ist? Adam, achte mal bitte. Just Soy schreibt, Bruce, du bist in einer echt krassen Bubble. Es gibt jeden Tag einfach Content. Ey, weißt du, dass wir uns seit Wochen beschweren und nerven, dass es kein Content mehr gibt, dass nichts passiert. Das ist jetzt eher seit zwei Tagen zufälligerweise so. Also das ist leider überhaupt nicht so. Schade. Es ist halt mal letztes Jahr, vor zwei, drei Jahren war es ja massig. Aktuell ist doch voll die Ruhephase. Deutschrap ist doch anders tot. Oder die Familie des Propheten a.s. beleidigt, ist für mich... Tritt aus seiner Religion raus. Ohne Wenn und Aber. Können wir das so beenden? Das Thema? Ja, will ich auch beenden. Also, weil ich will jetzt gerade nicht in den Islam schienen. Also gut, für die Leute, die nicht im Thema sind, das ist ein, Claude schreibt, das ist ein so ein Schiiten-Ding. Und da, das sehen die beiden anders. Die sind wahrscheinlich Sunniten, dann sehen die das anders. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich es das nicht gesehen habe, was überhaupt Manuel gesagt hat. Ich habe keine Ahnung. Die werfen sich jetzt da gegenseitig wieder was vor. Also auf gut Deutsch, wie gesagt, ich unterhalte mich oft mit Manu. Ja, er hat auch wirklich gesagt. Jetzt, ich meine das ernst, er hat nie ein schlechtes Wort über, habe ich nie gehört, sage ich dir ganz ehrlich. Und wenn ich sowas höre, dann nehme ich mir auch kein Blatt vom Mund. Ja, normal. Ganz einfach, aber... Fahim schreibt, er hat nichts gesagt. Er war in einem TikTok, wo viele drin waren, da haben andere die Sahaba beleidigt. Zur Verteidigung von Manu, da muss ich in Schutz nehmen. Ja, da steht, und es gibt Muslime, die auch für die Bild arbeiten. Darauf würde ich gerne antworten. Ernsthaft, Hand aufs Herz, da sind für mich keine Muslime.
Er kann denken, was immer er will. Das sind für mich keine Muslime. Und wer sich auch der Artikel versteckt und immer postet vom Axel Springer, ist für mich auch kein Muslim. Weil die wissen, wir wissen alle, das sind Islamhasser. Aber wenn ich mit jemand anders verfeindet bin, nehme ich dann ihre Zitate oder ihre Headline, um jemand anders zu schaden. Ja, sie sind moralisch schon sehr, sehr scheiße. Aber jetzt keine Muslime zu sagen, ist schon ein bisschen übertrieben. Nein, weil wer ein zionistisches Blatt arbeitet und Lügen verbreitet, Propaganda macht gegen Muslime, gegen die Brüder, egal welcher, jetzt bin ich kein Muslim. Tut mir leid. Wie gesagt, am Ende des Tages, auch wenn er kein Muslim ist, er muss Mensch sein. Er muss Mensch mit Herz sein. Ich glaube, Axel Springer, sagen wir Bild-Zeitung, kann man eh fast, also sollte man eh nicht supporten und nicht posten. Ich glaube, maximal der Fußballbereich von denen geht, wenn überhaupt. Oder wenn man auf witzig so. Aber ernsthaft, das ist natürlich ein sehr tendenziöses Blatt, ey. So, Marcin, kannst du mir bitte, mal die Kopfhörer aufsetzen? Ich will dir mal ein Video abspielen. Marcin, kannst du bitte mal ein Video abspielen? Du weißt, welches. Das war schon der Manuel-Talk. Lass mal eben schauen, was der Manuel dazu sagt. Oder was los, Dickerchen? Ha? Willst du dich nicht über meine Ausrede, über meine Versprecher, über meine Ausraster lustig machen? Jetzt willst du in meine Akida gehen und über meine Akida besprechen in deinem Live? Halle an, nee, geh von mir weg, weil ich hab mit dir nichts zu tun, nix. So, ich bin nett gewesen, wenn ich dich gesehen habe. So, weißt du, ich meine, ich hab mit dir nichts zu tun, tu nicht so, als ob du mich kennst. Tu nicht so, als ob wir was miteinander zu tun haben. Tu nicht so, bitte tu nicht so. Mach dich nicht lächerlich, Ali, bitte. Wollt ihr meine Akida besprechen im Internet? Ey, bin ich so interessant für euch? Oder für deine Fans, weil die sind ja die dich anschreiben. Wieso interessiert deine Fans mehr, was ich mache, als das, was du machst? Da solltest du mal drüber nachdenken. Deswegen, Harleche Boy. Ali, lass mal die Filme. Bitte lass mal die Filme. Guck mal, wenn du doch so ein aufrichtiger, jetzt geläuteter, vernünftiger Typ bist, ne? Zeig mir doch ein einziges Beweisvideo, wo ich irgendwen beleidige, der was mit islamischer Historie zu tun hat. Und du, mein Freund, hast keine Ahnung von Religion. Und wie ich mit dir bin, entscheidet meine Laune ganz alleine. Und was besser für mich ist oder nicht, weiß ich auch am besten ganz alleine. Und du bist der allerletzte, der mit diesem ist auch besser für dich Film anfangen kann. Okay? Hör auf damit. Was ist denn in dich gefahren? Hä? Was ist in dich gefahren? Woher die Motivation auf einmal? Eschbirk, was ist los? Komm, bitte setz dich auf deinen Arsch, bitte. Klau mir nicht meine Nerven. Eschbirk. Und das, was du jetzt gerade machst, hast du ja gerade noch in der DM-Nachricht angekündigt. Oh, willst du diese Filme jetzt auf hässlich? Okay, dann machen wir auf hässlich diese Filme. Also du hast gerade angekündigt, dass du jetzt dich gerne mit Manuelsen auch streiten möchtest, so wie die ganzen anderen ne? Damit du so jetzt auch so im Gespräch bist. Und dann man kann einfach... Hey Claude, meinst du das ernst? Der Guru, der schreibt ja mit Manuel so, oder was? Ja, Manuel zu thematisieren war wirklich überhaupt nicht nötig, weil die in ihrem... In die beiden, Ali und Arafat, reden, dann aber sagen die, ja, aber wir haben eigentlich nie gehört, dass er was Schlechtes gesagt hat. Dann war aber der Talk vorher völlig unnötig und da waren natürlich ein paar Spitzen dabei in der Formulierung, dass der sich hier abpackt, das verstehe ich. Aber das hätte man auch komplett sein lassen können. Vor allem, weil er doch letzte Woche als Gast da war, dann kann man auch auf einen schnellen Telefonat gehen, so, weißt du? Und Reactor darauf reacten und so. Und wie ich das immer sage, ist aber meine persönliche Meinung, müsst ihr nicht so sehen. Jeder kann machen, wie er will. Bla 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 bla. Ananas, Friede, Freude, Banane essen. Wie ich es immer sage, Religion, in diesem Fall hier Islam, ist kein Wettbewerb. Es gibt kein mehr. Und ich bin aber krasserer Moslem als du. Aber du bist aber, es ist kein Wettbewerb, es ist eine innere Einstellung. Es ist eine Beziehung zwischen dir, tief im Inneren, zu Gott. Und mit der Zeit und mit der Reife und der Entwicklung verändert sich auch deine Einstellung.
manchmal bist du näher dran, manchmal bist du mal abseits des Weges und so weiter. Jeder muss das für sich sehen. Ich hasse es, dass es da zu einer Art Wettbewerb gemacht wird. Dauernd dieses, du hast aber das gemacht letztens, auch noch in der Öffentlichkeit. Lass mich mal kurz auch einmal was sagen aus der Religion, aus dem Islam heraus. Ich mache nicht gerne den Hotter Talk hier. Mini-Regel, Mini, was wirklich eigentlich jeder Moslem auch weiß, ist dieses mit dem Finger auf andere zeigen, weiß jeder. Das ist selbst eine Sünde. Vielleicht sogar, so sagt man, eine größere Sünde als die Sünde selbst, die da jetzt besprochen wird. Weil warum machst du den hier? Und warum machst du den hier im Internet? Also, bei Gott, kein Hotdog Talk von mir. Vergisst, was ich sage. Ist mir egal. Macht, was ihr wollt. Aber das ist ad absurdum. Es ist das Ding ad absurdum führen. Leute, an meinen Chat, an meine Community. Jemanden auf seinen Fehler aufmerksam machen oder jemanden helfen, wenn er Fehler gemacht hat. Aber der hier, hey Bro, kann ich dir helfen? Das ist eine Sache. Aber den hier zu machen, hör mal zu, Islam, das und das, du hast das und das, das geht nicht. Hör mal, Johnny686 schreibt, der ist auch mehr Islam als du. Sehe ich auch so. Danke für die Rosen. Bruder. Ey, was ist das, Alter? Das geht nicht, ja. Und schon mal gar nicht, wenn man sich kennt und die Nummer voneinander hat. Weil guck mal, was der Ali da sagt, und ich sage dir, warum das Problem ist. Das Ding ist, was der Ali da macht, ist eine Sache, die ich wirklich gar nicht gut finde. Sorry Ali, aber ich muss das auch einmal sagen. Er spricht etwas an, was sich dann im Laufe des Gesprächs so anfühlt, als ob das gar nicht passiert wäre. Aber dadurch, dass du es ansprichst, ist es auch schon wieder eine Art Denunziation, eine Art jemandes Fehler ansprechen. Er sagt, Manuel hätte diese und diese, ich will gar nicht aussprechen, er hat beleidigt, das und das geht nicht. Dann aber sprechen die und dann sagt Arif, der habe ich aber nie gehört, aber viel später. Also das ist ja, das ist etwas im Raum, das muss nicht sein, Ali. Ehrlich, Alter. Das ist doch gar nicht, also, und ganz ehrlich, und wenn, selbst wenn es passiert ist, weißt du, dann, wenn du magst, ruf ihn an, das ist dir freigestellt, oder lass es sein. Weil wenn, also ich rede jetzt nicht aus Twitch-Grind, TikTok-Grind, mach. Aber wenn wir jetzt auf Religion reden, und ihr macht schon auf, wer ist mehr religiös und sowieso, und du bist ungläubig und er ist gläubig und die UNO-Reverse-Karte, dann ist das eigentlich voll die Sünde. Ne? Wie gesagt, nehmt nicht mein Wort, mir ist scheißegal. Macht, was ihr wollt. Aber wenn auf Religion angelehnt, dann haltet euch auch an religiöse Regeln. Und die besagen auf jeden Fall, das ist kein UNO, weißt du? Chalas. Auf vorsichtig angelehnt. So, let's go. Eigentlich auch basic, was ich gesagt habe, ist ganz basic. Basices Wissen so. Bitte sag dahin, stell dich auch in der Schlange an. Stell dich auch in der Schlange an, weil ich scheiße auf dich und scheiße auf den und den und den und den und bis wohin die Schlange geht, auf den ich scheiße. Okay? Es ist doch ganz einfach. So. Ja, es klang so, als ob der so auf den Manuelsen seinen Namen surfen will, so. Es muss nicht sein, Bro. Selbst Arafat war verwundert, warum er das Thema bringt. Wie gesagt, ich will auch jetzt nicht zu viel reden, das ist ja schon wieder ein Satz zu viel und so, weil er kein Hateration von meiner Seite. Und wenn du kein Wissen über Islam hast, dann musst du es dir aneignen. Das ist doch ganz einfach. Also, Mali, 68 Aslan schreibt jedem das Seine, was juckt Ali, wie Manuel seinen Glauben ausführt. Grundsätzlich ja, nur bitte Vorsicht mit der Formulierung jedem das Seine, das ist so eine Formulierung aus der Nazi-Zeit. Das kann man auch anders sagen, ganz easy. Nur, dass du es weißt. Hab ich aber auch schon. Ja, es ist so. Was juckt euch das so? Weißt du? Wenn du mit einem Freund jeden Tag bist, dann sag ihm, dann redet so. Wenn du mit jemandem offen reden willst über seine
über seine Marvel-Comics oder seine das oder dies. Weißt du, es ist einfach immer so, warum? So. Und es ist öffentliche Personen, das heißt, noch mehr Vorsicht ist geboten. Also noch mehr Vorsicht ist geboten, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, auf einem Twitch-Stream, wo du miese Klicks hast, über jemand anderen reden, der in der Öffentlichkeit steht. Und wir wissen alle, Manuel steht in der Kritik oder in einem Beef, gerade zum Beispiel mit Charo. Und wir wissen alle, der war gerade auf TikTok und wird angesaugt von Leuten. Du bist nicht religiös, ja, du bist dies, du bist das. Und natürlich schwingt da viel Rassismus mit. Komm, hör auf. Sag mir nicht, Manuel wird nicht oft genug auch angesaugt, weil man sich so denkt, er hat eh keine große Familie im Hintergrund und er ist schwarz. Komm, hör auf. Ich weiß das, ihr wisst das. Wird immer Level unter einem gesehen von den Leuten, die ihn angreifen. Aus verschiedenen Gründen. Manuel, Araber, einmal ist der Türke. Bruder, keiner von euch spricht mir mal 3-4 Sprachen fließen, ihr konntet nicht mal Englisch in der Schule lernen. Das ist eigentlich was Gutes, wenn jemand viele Sprachen spricht. Seit wann ist das was Schlechtes? Das muss ich aber auch sagen. Da muss ich Manuel echt in Schutz nehmen. Das ist doch völlig läppsch, Alter. Das ist so läppsch. Leute feiern Halloween seit 20 Jahren, ob die damit geboren sind, aber wenn Manuel sich eine andere Kultur anguckt und da gerne reindeift, dann geht das nicht, weil heute bist du Araber, morgen bist du Türke. Geht Halloween feiern. Nervt mich nicht. Lernt einmal Englisch in euer Leben. Lernt eine Sprache mehr. Manuel spricht 7 Sprachen oder 18 oder so. Ich spreche nicht so viele Sprachen wie der. Ja, ehrlich, da muss man auch mal sagen. Muss man auch sagen. Die grinden auf seinen Namen auch immer auf. Wie sagt man? Umsonst. Weißt du das? Ey, ihr habt mich doch gefickt. Ja, das geht nicht, Bruder. Was hast du schon? Was hast du gemacht? Nix. Das ist natürlich so intellektuell natürlich auf einem ganz niedrigen Level. Guck mal, intellektuell ist das auf einem ganz niedrigen Level hinzugehen dauernd und Manuel anzusaugen, weil seine Angriffsfläche so hoch ist oder du dir das vermeintlich hoch ist, ne, die ist ja nicht höher als andere, aber wenn der sich da wieder streitet mit Leuten und du weißt ganz genau, diese Leute würden bei anderen Leuten das nicht machen. Ihr wisst genau, was ich meine. Brauchen wir gar nicht aussprechen. Jeder weiß, was ich meine. Es gibt gewisse Fronts, die gegen Manuel laufen, die würden niemals in 1-1 Persona ohne den Background laufen. Never ever. Nicht bei allen. Bei den meisten nicht, sagen wir es so. Und seine Angriffsfläche ist nicht höher als bei anderen, genau. Nur seine wird halt groß gemacht, weil die anderen haben natürlich Kooperationen im Hintergrund und damit meine ich nicht Markenkooperationen. Und ja, er ist so. Da können wir ehrlich sein. Ich persönlich sehe das als Plus, wenn jemand mit Türken abhängt und Türkisch spricht auf einmal. Das ist intellektuell gesehen eine Leistung. Ich sehe das als Plus, wenn er dann noch Arabisch spricht. Wenn er dann noch besondere Slang mit Madeli und das auch noch kann. Und dann kann er noch fließend Englisch, hat in Englisch schon Songs geschrieben. Bruder, was kannst du? Du gehst auf TikTok und beleidigst. Und was du sagst ist, du bist kein Moslem. Oder du bist weniger Moslem. Bruder, das ist so schwach. Und ich weiß, dass der Rassismus von vielen Moslems, muss ich leider sagen, ich weiß nicht viel, wenig, weiß nicht, ich habe nicht gemessen, aber ey, gegen Schwarze. Komm, hör auf, wir wissen das. Wir wissen das alle. Es gibt so eine Hierarchie, die ist nirgendwo geschrieben, aber die ist gefühlt. Jeder weiß das. Eigentlich muss der Islam, ich rede jetzt nur vom Islam, muss das alles auf einen Nenner bringen, beziehungsweise auf eine Ebene bringen. Alle sind gleich vor Gott. Alle sind gleich, sagt die Religion. Jetzt nennst du dich Moslem, gehst aber hin und machst jemanden runter, weil er schwarz ist. Hör auf, verpiss dich. Red nicht mit mir. Nerv mich nicht. So, wir gucken weiter. Guck mal. Oh. Oh, bist du anstrengend, Alter. Oh, rumheulen und bei irgendwelchen Verwandten. Ich habe noch nie im Leben bei irgendwelchen Verwandten angerufen wegen dir. Punkt 1, du bist viel zu Also darauf muss es wahrscheinlich eine Reaction gegeben haben, weil dieses Verwandten-Talk war jetzt bis jetzt noch nicht in dem Talk. Interessant, okay. Punkt 2, du musst mich nicht in Schutz nehmen, Habibi. Ich brauche deinen Schutz nicht, okay? Weil das ist ja immer, du willst einen reinbacken und dann sagst du nachher, ja, aber ich habe dich doch in Schutz genommen. So, Bruder, bitte, ich bin zu intelligent für die Scheiße, lass die Kacke sein. Und
wenn es darum geht, dass irgendwas beleidigt wurde, ich habe ein sehr deutliches, ausgiebiges Statement dazu gemacht, und zwar vorgestern. Deswegen, bevor du mich da drauf bringst, bringt mich mein Achlag schon da drauf, mich zu der Sache zu äußern, in der ich nichts falsch gemacht habe, aber trotzdem die Situation beschreibe. Das heißt, du lügst einfach. Es ist einfach eine Lüge. So, ich habe am Freitag schon einen Livestream gemacht, wo ich mich für beide Seiten, die sich beide gegenseitig beleidigen, okay, das ist der Unterschied, beide beleidigen sich gegenseitig, und ich... Ach so, okay, Manuel ordnet jetzt ein, was da überhaupt passiert ist. Es ging um den TikTok-Grind, der war da drin, da waren so Leute sich am Beleidigen, und da war da, ich habe das irgendwo auch gesehen, mich juckt das nicht, immer wenn ich so Leute schreien sehe auf TikTok, dann bin ich so raus, das so, interessiert mich, ich gucke mir da lieber eine sizilianische Eröffnung von Magnus an oder sowas. Ich bin richtig, ich bin rückwärts cool, Alter. Ich gucke Schach-Gambit auf TikTok. Ich bin minus cool. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass beide mit der beidseitigen Beleidigung aufhören, weil es nicht schön ist. Okay? Wenn Leute sich sitzen wollen, über Religion reden wollen, dann ist das ihr gutes Recht, können sie ja machen. Okay? Du musst kein Schirr sein, um dich über Religion zu unterhalten zu können. Du musst ein Schirr sein, um über Religion richten zu können und Völkerangelegenheiten zu urteilen. Dann musst du gelehrt sein. Aber du willst du jetzt den Muslimen verbieten, sich irgendwo hinzusetzen und über Islam zu reden? Ahlach ist Benehmen. Virus, Ahlach ist dein Benehmen, deine Einstellung. In welcher Welt lebst du eigentlich? Was redest du da gerade? So, komm mir nicht mit Islam an. Ich fordere dich zu jeglicher islamischen Debatte auf. Wenn du dich mit mir anlegen willst, kein Problem. Und da habt ihr Kollegen ja jetzt euch an einer Sache aufgehangen, wo ihr denkt jetzt, dass ihr so eine gewisse Religionsgruppe so gegen mich aufbringen könnt, und jetzt wollt ihr so Propaganda machen damit. Ich verstehe das schon. Macht es halt. Ihr seid aber nicht im Hack. Und diese Art und Weise nach dem Motto, jedes Mal machst du das, Manuel, boah, der braucht mal einen Arzt, der braucht mal dies, der braucht mal das, der braucht mal das. Kümmert dich mal bitte um deinen eigenen Scheiß, um deine eigenen Probleme. Okay? Und wenn du vor mir stehst und wenn du dies machst und wenn du das machst, Ali, bitte red nicht so, bitte. Bitte, Ali, rede nicht so. Die EGJ-Zeiten sind vorbei und alles ist vorbei, Bruder. Dies, das, lass es sein. Lass sein, hör auf so zu reden. Mach dich bitte nicht lächerlich. Okay, ich habe im Grunde genommen nichts gegen dich, aber lass es sein. Bitte. Lass es sein. Ja, also, ich will nur dazu sagen, nochmal der Vollständigkeit halber, dass es wohl das Thema auch schon zugemacht wurde. Wir mampfen hier noch nebenbei mit, damit ihr auch informiert seid und damit ich noch ein paar Klicks mitnehme. Aber das Thema wurde schon wahrscheinlich zugemacht, weil die Storys sind erstmal verschwunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass Arafat da mal noch, die sind ja connected mit Telefonnummerbasis. Und das ist, glaube ich, nicht in deren Interesse. Ich bin kein Fan davon, jemanden ungläubig zu nennen oder Kuffar zu nennen. Das ist im Islam eine ganz üble Sache. Das macht man nicht. Und ich kenne mich jetzt mit anderen Religionen nicht aus. Macht es, wenn ihr wollt, juckt mich nicht, aber wenn man nach Regel geht, dann ist es halt nicht, ist eine üble Sache, macht man nicht. Punkt. Du kannst nicht wissen, was der andere gerade durchmacht. Und dieser Religionswettbewerb, der geht mir völlig auf den Sack. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt zu suchen hat auf TikTok-Match. Zumal es heißt, dass man mit Liebe und mit Güte, mit offenen Armen zugeht auf jemanden und nicht mit du machst das falsch und du bist sowieso und so. Bruder, sag, Rehri an der Stelle erstmal jetzt hier, bevor der Talk hier noch deeper wird hier.